Hallo und willkommen zurück zu einer Wahlfolge von Burma Insurgents. Manche denken wahrscheinlich, ich bin behindert, aber das bin ich nicht. Also nichts gegen Behinderte, aber ich will ja nicht hetzen, aber manchmal mache ich meine Begrüßungen echt behindert. Also wie gesagt, Behinderten eine Art von Form und eine Art und Weise. Und zwar heute, wie an der Seite können, habe ich Liran wieder drinne. Und Clanin ist momentan auf der Box, weil ich möchte endlich dieses Ei ausbrüten. Wir wissen zwar, was drin ist, aber wir gehen heute nicht weiter in der Story, also wir gehen jetzt nicht auf Route 11, auf der wir schon waren. Können wir auch noch gar nicht, wir müssen ja theoretisch erstmal in diesen Workshop rein. Aber wir denken uns gerade mal so, nee, wir sind gegen den Strom. Wir machen das, was wir wollen. Genau. Und zwar surfen wir jetzt erstmal zurück in die andere Stadt, wo ich das Pika-Taxi benutzen kann. Und, ordentliche Performance in der Arena hingelegt. Sieht man gerne, und jetzt kommen immer wieder Pokémon, die wir überhaupt nicht brauchen. Im Prinzip sind es nur Wingull. Weil manchmal denke ich mir auch nur, Wingull hier, Wingull da, Wingull blablabla. Ja, es ist alles so blau, ne, Lapras weiß gar nicht mehr wohin. Auf jeden Fall kümmern wir uns im Workshop später. Wir holen erstmal heute für unseren guten Freund den Black King. Da holen wir erstmal ordentlich Stuff. Also mit ordentlich Stuff meine ich den Mega-Ring. Oder Mega-Kugel, was auch immer, wie das auch immer heißt. Ist auf jeden Fall mega geil. Und ich freue mich jetzt schon, dass das wahrscheinlich richtig abgeht. Sonata Hills, hier müssen wir dann später hin. Hier können wir nochmal mit der Lady reden. Weil wenn man Glück hat, bekommt man hier auch was Schönes. Ich hoffe, das Spielerglück ist auf meiner Seite. Wusch, wusch. Wusch, wusch. Und wusch, wusch. Wir sind gespannt, was für ein Item. Es hat IV-Stein. Was macht denn der IV-Stein? Resettet er die IVs? Hey, IV-Stein, richtig gutes Item. Das macht mich glücklich. Endlich mal wieder was Ordentliches. Nach all dem Bullshit. IV-Stein, a beautiful stone that itself has mystical powers. Hä, kann ich damit die IVs bestimmen oder eher so die IVs löschen? Man weiß es nicht. Jedenfalls bin ich gerade in Sonata City. Und wo ist denn der Pika-Guy? Pika-Taxi. Da will man einmal mit Pika-Taxi fahren, jetzt ist der Pika-Taxi-Guy weg. Ich möchte nicht auf die Tracks. Ich möchte scheiß Pika-Taxi fahren. Wo hat der sich denn hin verpisst? Nichts kann man hier, ne? Hallo? Oh, ich bin Trottel. Der Pika-Taxi-Guy ist doch hier oben. Was ist bei der los? Die steht doch ganz falsch. Ja klar. Oh, es ist erst seit kürzlich her. Egal, der hier, ja, Pika-Taxi-Guy. Fahr mich mal nach. Fahr mich mal nicht nach Wigpig City. Hauptstadt hätte ich gerne. Und dort in der Cave of Steam soll es angeblich Trugodinos geben. Und die möchte ich mir gönnen. Oh, hier war ich ja schon ewig nicht mehr. Und guck mal, hier können wir Wasser entseuchen. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Wo ist denn... Hä? Ich glaube, das Wasser habe ich schon mal in solch, davon mal abgesehen. Bäm. Ja, habe ich schon mal gemacht. Enttäuschend. Wenn man nach all der Zeit zurückkehrt und dann merkt einfach, man hat ja eigentlich alles schon gemacht. Ich hoffe, ich gehe gerade richtig. Nicht gehe gerade zurück, oder? Naja, bin ich auf Route 6. Ich will Steam Caves.
Wo sind die Steam Caves? Wie kann man sich denn nur so verlaufen wie ich? Ich hab da echt Skills drin, ne? Nie bin ich irgendwie da, wo ich hin soll. Helios City. Ah, ich erinnere mich. Dazu musste ich doch surfen. Oh, hier kann man tauchen. Suspekt. Erstmal tauchen. Also, sowas Suspektes, da muss man einfach mal rein. Wer weiß, was uns da drunter jetzt erwartet. Ich wollte zwar einfach nur woanders hin, aber... Easy Access to the Unterweltmarkt, oder was? Das nenne ich doch mal praktisches Fuck. Also jetzt komme ich immer übelst schnell zu dem Untergrundmarkt. Eklig immer noch. Hallo. Hallo du. Ich könnte meinen Custom Move editen, nur ich bin noch momentan mit meinem Stahltyp zufrieden. Was gab's denn hier noch so? Ich brauche aber keinen mehr Space. Ich habe noch genug Platz. Das ist aber auch neu erst. Zudem konnte man noch nicht die ganze Zeit rein. Okay, zudem konnte man noch nie rein. Zu ihr, was macht die nochmal? Warum will ich denn das? Okay, hier, Geister-Pokémon. Keiner meiner Pokémon war bis jetzt tot. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, ne, was ich jetzt hier gerade rumtreibe. Gab's denn hinten nicht irgend noch so einen Supermarkt, wo ich damals kein Geld für hatte? Ah, hier, guck mal. Jetzt komme ich wieder mit Money. Gucken, was der so anzubieten hat. Sky Fossil zum Beispiel. Eisheliarotz. Ovalscharben. Chance X being found. Was? An Overchance has to increase the chance of X being. Ja, Rotz. Duse Driver. Kasse Genesekt. Was will ich denn mit Genesekt? Ich habe nicht mal ein Genesekt. Hier gibt's Aerodactyl-Zeug. Erfahrungsteile, also XP-Share, also... Ja, jeder weiß, was das ist. Aber... Nice, wieso habe ich da noch... Da baue ich mir da nochmal einen von. Man kann nie genug Erfahrungsteile haben. Am besten 5 Stück. Dann turniert einer und der andere levelt. Black Sludge, auch nicht schlecht. Shock Drive, nützt mir gerade nichts. Whip Dream auch nicht. Was denn Whip Dream? Ah ja, bei Swirlix. Endlich mal steht er nicht bei irgendeinem Pokémon, sondern bei Swirlix. Wir machen gerade in dieser Folge nur Rotz. Sachet. Hier steht jetzt certain Pokémon, aber was ist... Wem bringt Sachet was? Man weiß es nicht. Sonst noch irgendwer hier, der... Oh, ach, die machen ja einen Hundekampf. Was auch immer Kampf. Auf jeden Fall nicht schlecht, dass man hier so easy access jetzt hat. Mit Taucher. Muss ich nicht mal den ganzen Weg darunter labern. Nicht cool. Nicht schlecht, meine ich. Dann surfen wir mal wieder runter. Auch sehr suspekt, dass hier unter Wasser einfach diese Musik von der Stadt ist. Aber ich möchte nicht meckern, denn wer zu viel meckert, der meckert. Und wir sind ja keine Meckertköpfe. Wir wollen einfach nur in die Steam Cave und uns einen Drogodino fangen. Und dann wollen wir den in... Da, das ist die Steam Cave. Glaube ich. Hier habe ich doch schon mal einen Drogodino gefunden. Da ist der Cave of Steam. Richtig käfig. So, zeig mir das Drogodino. Komm schon, komm schon, komm schon. First try. Und was ist da los? Was geht hier ab? Drogodino. Fangen. Aber wie mache ich jetzt am wenigsten Schaden? Ich lasse ihn einfach selber hauen. Das ist natürlich jetzt nicht so geil, weil er zieht uns halt schon doch viel ab. Deswegen verwirren wir ihn erstmal, weil wenn wir unsere Gegner verwirren, dann sind die meistens ja so verwirrt, dass sie sich selber hauen. Und jetzt haben wir schon eine Chance. Ich meine, es bietet sich an, jetzt einfach mal einen Pokéball zu werfen. Und zwar befinden wir uns gerade in der Höhle. Also denke ich mal, der Duskball, der sollte seinen Job erfüllen. Eins, du elendes Stück Scheiße.
Night Slash, natürlich. Ist super effektiv, ja. Ja, geil. Mein Freund, geil. Weißt du, was du jetzt abkriegst? Richtig, ein Ultraball. Und wie wir alle wissen, sind Ultrabälle richtig gut drauf. Und jetzt bitte. 1, 2, 3, gefangen. Du Arschloch. What the fuck? Ja, Chesco ist gleich tot. Wir lassen hier unsere Pokémon verkloppen. Als wäre das kein Morgen und kein Abend. Dum, 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 dum. Hier, Black King. Der König zeigt, was los ist. Von dem Ruckzuki wird doch kein Level 42er Pokémon tot umfallen. Ja, und zwar nicht mal annähernd. So sehe ich das ein. Selbst ein kritischer Ruckzuckhieb sollte hier kein Problem darstellen. Geil, also das jetzt Chip away. Black King hat einfach die Verteidigung. Und wisst ihr was? Hä, haben wir nicht eben das Ball geworfen? Hatten wir da nicht eben schon 3 von? Was soll's? Noch ein Duskball! Alle Duskball sind 3. 1, 2, 3. Gefangen! Bim, bim, bim! Black King hat sich seinen eigenen Dingens gefangen, sein eigenes Pokémon. Deswegen nennen wir das Black King Sklave. Ah. Dann BK Sklave. Ich sagte BK Sklave. Sieht das aus wie Burger King Sklave, aber das macht auch nichts. Wir haben auf jeden Fall das, was wir wollten, hier erreicht. Nächste Station, Sonata Hills. Denn da gibt es einen alten Mann, der gerne Drogodino hätte. Und weil wir einfach nette Personen sind, geben wir ihm das Drogodino. Jetzt fragt er sich, woher weiß er das? Ja, das habe ich gelesen. Ich kann lesen, Leute. Suspekt? Kann man da tauchen vielleicht? Nein. Suspektes Wasser? War sehr suspekt. Aber da ist unser Freund vom Pika-Taxi. Ja, ich weiß, wer du bist. Ich bin schon mal mit dir gefahren. Ich möchte gern nach Sonata Hills. Wo sind die? Da ist Sonata City. Jetzt müssen wir nur den Mann finden, der das Drogodino sucht. Die Frage ist, ob das so einfach wird. Ja, ach, der mit seinem Evoli. Ich hätte damals Evoli als Starter-Pokémon nehmen sollen, aber das wäre langweilig für euch geworden. Oh, da, der sieht doch so aus. Aha. Ja, da ist er. Der möchte Drogodino, der bekommt Drogodino. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Mal kurz hier. Bam, bam, dum. Hey, hier, nimm Drogodino an. Wir können echt auch noch eine Folge machen, wo wir alle Taufgeschäfte. Ja, kein Ding, hier. Nimm Burger King Sklave entgegen. Werd glücklich damit. Boom. Krieg ich jetzt ein Level 46er Cinequil? Damn. Cinequil. Ist der jetzt Level 46? Das wär's traurig. Nö, Level 5. Und da heißt er auch noch Vulkan. Was ein Rotz. Was hat denn der für Nature Mild? Ah, ist nicht schlecht. Aber das Interessante ist unten in der Ecke, was ihr nicht richtig erkennen kann, eine Lusonite. Nee, es ist keine Lusonite. Das ist der Megastein von unserem Black King. Ja, warum von unserem Black King? Weil Vulkan kommt jetzt auf die Box. Mit Vulkan kann ich irgendwann Black King kann sich mit Vulkan austoben in der Pension. Macht er ganz viele kleine Black Kings.
Und dann züchten wir Black Kings und Familie Black King. Natürlich zur Feier des Tages müssen wir uns jetzt auch noch angucken. Wenn ich denn dann dementsprechend... Ja, was gucke ich denn bei Items? Manchmal denke ich auch, ne, ich... Da, ist ergeben. Der hält zwar gerade Charcoal, aber... man kann halt nicht immer Holzkohle in der Hand halten. Dun, 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 dun. So. Wo ist unser Opfer? Aber hier, sie, mit ihr kann ich erstmal nochmal Pokémon spielen. Ach nö. Dann halt nicht. Frechheit sowas. Ich brauche schon einen ordentlichen Gegner. Mir ist eigentlich egal, wer. Dass es jetzt regnet, ist ein bisschen negativ. Azumarill gibt es hier, aber ich habe, glaube ich, Merrill. Das heißt, ich brauche keinen Azumarill. Ist zwar jetzt nicht so das beste Matchup. Ich guck. Bam, 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 bam. Gucken, wie der aussieht. Bam! Yo! Boom! Komm, One-Hit. Ja, uff. Oder auch nicht. Macht nichts. Kann man mal versuchen, auf jeden Fall. Der sieht schon badass aus. Kann ich jetzt mal Pokémon... Status? Summary, genau. Ah, ist immer noch Feuer. Hat also nichts dazu bekommen, aber Spezialattacke auf 200. Wäre bestimmt richtig strong, wenn er nicht so ein verkacktes Wesen gehabt hätte. Hubris Boost Special Attack after Knocking Out. Boah, Alter, was ist das denn für eine Ability? Was ist das denn für ein Arsch? Wenn der erstmal loslegt, ne, dann ist aber Randala am Start, ey. Was mach ich denn jetzt gegen Dingens hier? AC, der macht ein bisschen Eskalation. Und dann verpisst sich Dingens auch von der Hauptfläche. Dum 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 dum. So. Eskalation im Anmarsch. Dumm, One-Hit bitte. Ach kommt, Leute. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Nicht mal das klappt. Da setzt man eine Stahlattacke ein gegen Fee-Pokémon und dann sowas. Enttäuschung. Auf jeden Fall habt ihr jetzt gesehen, Mega Typhlosion geht mega ab. Wenn er jetzt nicht gerade ein Wasser-Pokémon als Gegner hat. Und, ja, eigentlich wollte ich in dieser Folge das Ei ausbrüten, aber das mache ich dann wahrscheinlich doch offscreen. Und sobald es ausgeschlüpft ist, zeige ich euch dann. Jetzt ist die Frage, wann habe ich denn angefangen aufzunehmen? Man weiß es nicht. Man weiß es echt nicht. Das ist natürlich jetzt belastend. Ja, Leute, sind wir schon am Ende der Folge angekommen? Ich glaube ja. Wir haben ja heute einiges erlebt. Nicht so viel. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass wir schon 20 Minuten aufgenommen haben. Aber lassen wir uns doch einfach mal überraschen. In der nächsten Folge machen wir dann, denke ich mal, wie gewohnt weiter. Erstmal trainiere ich dann unser ausgeschlüpftes Ei, weil da müssen wir auch noch zu jemand hin. Denn das sich im Ei befindende Pokémon hat auch eine Mega-Entwicklung, habe ich auch gelesen. Und die wollen wir natürlich haben. Weil man kann nie genug Mega-Entwicklungen haben. Auf Reserve, im Team. Und ja, ich renne hier ein bisschen ums Pokémon-Center rum und spiel Fang mit meinem Feuerriegel. Ich meine, die letzte Entwicklung von Feuerriegel, Tanopto, und ich laufen ums Pokémon-Center rum. Da könnt ihr ein Gedicht rausschreiben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich save mal. 44 Stunden hänge ich schon an dem Spiel. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Gute Nacht, schlaft gut und habt ein angenehmes Wochenende. Heute ist Montag. Die Folge kommt am Dienstag raus. In einer Woche. Oder vielleicht auch morgen. Man weiß es nicht. Gute Nacht.